Und auch an dieser Stelle nochmal Hallo an alle, die noch neu dazugekommen sind. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Wir spielen jetzt ganz gechillt noch ein bisschen Pokémon. Und ja, wir sind jetzt hier in der Stadt. Da unten ist die Arena mit der ersten Arena-Challenge. Ich gucke mal gerade, was wir denn so... Wir haben unser Flecleon auf Level 23. Wir haben unser Fukano auf Level 17. Wir haben Kranowitz auf Level 20. Ich denke mal, die beiden müssen uns da so ein bisschen durchcarryen. Und ansonsten, Cotini wird sich gleich noch entwickeln. Pokémon Schwert und Schild spielen 109,5k. Das ist ordentlich. Das Spiel ist aber auch gut. Ich glaube, ich habe gestern auch gelesen, dass Schwert und Schild jetzt in den ersten paar Tagen mehr verkauft haben als Let's Go, Evoli und Let's Go Pikachu in der gleichen Zeit. Wir gucken einfach mal. So. Unser Beutel sagt, glaube ich, dass auch noch alles gut ist. Mich stört, dass das diese Sachen hier nicht weggehen. Ach, man muss ein bisschen länger drauf sein. Okay, dann muss ich mal eben hier noch meinen inneren Monk befriedigen und diese ganzen Neudinger hier wegmachen. Weil das macht mich tatsächlich überhaupt nicht glücklich. Ein Item, das in einem Pokémon getragen werden kann, befreit den Träger einmalig von Effekten, die ihn vom Einsatz von Attacken abhalten. Nee. Der Attacken vom Typ normal verstärkt. Wir setzen mit keinem Pokémon wirklich Normalattacken ein. Vielleicht mit Evoli. Ich kann Evoli mal nehmen. Plateauschuhe. Der Attacken vom Typ Flug verstärkt. Das können wir mal Kranowitz noch geben hier. Vom Typ Käfer haben wir nicht. Ewigstein. Es bewirkt einen Entwicklungsstopp. Blattstein. Können wir hier nicht verwenden. Hier die ganzen 1000 TMs brauchen wir nicht. Nugget, Riesenpilz. Das Nugget können wir eigentlich mal irgendwann verkaufen. Und hier sind so ganz viele Sachen. Gut. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen das einfach mal YOLO-mäßig und gucken einfach mal. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Gib dir das, Nina. Ich habe den Pflanzenorden. Das ging fix, was? Tja, wenn es um Volley geht, bin ich eben unschlagbar. Was ich damit meine, das wirst du gleich sehen. Keine Angst, du packst das bestimmt auch. Du bist schließlich meine Rivalin. Okay, jetzt bin ich sehr angespornt, das zu schaffen, weil bis jetzt haben wir Hopp ja eigentlich immer recht in Grund und Boden gestapft. Hallo, Zeron. Naja, neue Pokémon und so. Bei Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu waren ja keine neuen Pokémon dabei. Ja, das stimmt. Hey, da ist der Pokéball wieder. Hey, ich bin's, Balduin. Als Zeichen unserer Freundschaft habe ich hier einen ganz tollen Ball für dich. Ein Freundesball. Yay. Haben wir weggesteckt. Gut. Fängst du ein Pokémon mit einem Freundesball, ist es dir gegenüber sofort zutraulich. Schon faszinierend, was alles so in einem Pokéball steckt, oder? So, was erzählen die hier alle so? Feuerattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv. Das gehört zum Grundwissen. Ja, ich könnte dann ja auch eigentlich mal, ich tue einfach mal Fukano nach oben. Damit der vielleicht noch ein bisschen levelt. Du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Wenn du dir den Pflanzenorden schnappst, merke ich mir deinen Namen. Okay. Ihr redet nicht mit mir, okay. Ich schaffe es einfach nicht mehr, einen Gala-Mauzi zu fangen. Wenn du eins hast, würdest du es gegen meinen Mauzi tauschen? Von mir aus? Warum nicht? Wir tauschen einfach mal. Oh, das ist ja so süß. Du willst dieses Mauzi wirklich mit mir tauschen? Ja, kannst du haben. Kann mir ein neues fangen. So ist ja nicht. Du gibst Mauzi in die Obhut von Giorgio. Alles Gute, Mauzi. Giorgio hat dir Münziball geschickt. Kümmere dich gut um Münziball. Oh ja, das ist das Galamauzi meiner Träume. Vielen Dank. Schon cool, dass es Pokémon gibt, die den gleichen Namen haben, aber sich vom Aussehen und vom Typ her je nach Region unterscheiden. Voll cool. So, ihr erzählt auch nichts Dolles.
Wer die Arena-Mission nicht erfüllt, kann auch den Arena-Leiter nicht herausfordern. Richtig? Woraus die wohl besteht? Ich bin sehr gut im Tanzen. Ob das hilft? Ich glaube nicht. Was haben wir hier? Ach, du bist nochmal im Supermarkt. Kannst du dir, oder kann ich mir denn noch irgendwas Neues kaufen? Pokéball, Trank. Ich sollte mir vielleicht irgendwie noch ein paar Gegengifts oder so. Also Gegengifte, nicht Gegengifts. Holen, weil Pflanzen-Pokémon machen ja sowas mal gerne. Und, Aufwecker haben wir 5. Paraheiler haben wir 6. Beleber haben wir 6. Das reicht schon. Denke ich mal. So, willkommen im Uniformladen. Suchst du nach was Bestimmtem? Gibt's hier andere als beim letzten Mal? Nicht so wirklich, ne? Die letzte sah eigentlich ganz cool aus. Hier die Giftuniform. Aber brauche ich nicht. Wir nehmen erstmal hier... Ja, ich möchte meinen Einkauf beenden. Wir nehmen die ganz normale und dann gucken wir einfach mal. Ah, ein Arena-Challenger. Willkommen. Lass mich dir erstmal den grundsätzlichen Ablauf der Arena-Challenge erklären. Das Ziel der Arena-Challenge besteht darin, die verschiedenen Arena-Missionen zu bewältigen und die Arena-Leiter zu besiegen. Von jedem Arena-Leiter, den du besiegst, erhältst du einen von insgesamt 8 Arena-Orden. Arsch klar, was sind Arena-Missionen? Wer einen Arena-Leiter herausfordern will, muss zunächst die jeweilige Arena-Mission bestehen. Arena-Missionen sind im Prinzip also kleine Eignungstests. Außerdem hält jedes Arena-Stadion eine andere Mission für Herausforderer bereit. Möchtest du dich gleich an der Arena-Mission versuchen? Ja, vielleicht. Gut, dann solltest du zuerst mal in deine Uniform schlüpfen. Die ist bei Arena-Missionen Pflicht. Gut, dann gehen wir uns mal eben umziehen. Nun kann die Arena-Mission beginnen. Zeig, was du drauf hast. Schauen wir mal, ne? Ob wir überhaupt irgendwas drauf haben. Das sieht cool aus. Yay. Die Mission, die der Arena-Leiter von Turfield for Challenger vorgesehen hat, besteht darin, diese bockigen Wolli zu dieser Heuballenwand zu treiben. Ich bin übrigens der Schiedsrichter. Stuart lautet mein Name. Meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Arena-Missionen zu überwachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Nun denn, möge die Arena-Mission beginnen. Okay. Da. Nein. 20 von 20. Okay. Ah! Oh nein, da ist ein Voldi. Der macht doch jetzt bestimmt Scheiße. Ich gucke sofort. Nein. Ich bin ja wohl hier. Schwieriger als... Hallo. Dankeschön. Jackie, dankeschön für 7 Monate Treue. Nein, Jack, nicht Jackie. Jack, dankeschön. Tut mir leid. So, der will doch bestimmt jetzt kämpfen, oder? Du willst kämpfen, alles klar. Willkommen, Arena Challenger. Wenn ich mit dir fertig bin, suchst du sofort das Weite. Aber nimm's nicht persönlich, das ist mein Job. Hey. Ich hab Angst. Arena-Trainer Rowan setzt Cortini ein. Ja, was für eine Überraschung. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hoffe nur, die Arena ist nicht wieder... Oh, Level 16, ordentlich. Ist nicht wieder komplett voll mit ein und demselben Pokémon, in diesem Fall eben Cortini. Aber vermutlich schon, weil das war bis jetzt immer so. Das ist nicht sehr effektiv. Flammenrad, Attage. Ein Volltreffer. Hatte der nur das eine Pokémon? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Erfahrungspunkte erhalten. Yay. Level 18, das ist auch gut. Und schon besiegt, sehr gut. Panowitz wird zu einem Stahlflug-Pokémon. Ja, ich weiß. Aber Kranowitz hat halt schon Level 20, deswegen dachte ich... Ah! Ja, ekelig. Warte, wir rollen die mal.
Hier runter. Na, geht ihr wohl da bitte durch? Dankeschön. So. Na, geht ihr da bitte drauf? Dankeschön. Aber den Trainer da vorne nehme ich trotzdem noch mit. Wenn das noch geht. So, ihr könnt da vorne mal rumrollen. Ich gehe mir hier den Trainer noch schnappen. Deine Pokémon haben doch bestimmt Lust, ein bisschen Frust abzulassen und ungehemmt ein paar Attacken zum Besten zu geben, oder? Aber natürlich, was denn sonst? So, Arena-Trainer Phil fordert dich heraus. Ja, Phil, dann zeig doch mal, was du kannst. Ein Knospi! Yay! So, Flammenrad. Ich erwähne das gerade übrigens nebenbei. Ich habe die ganzen Videos, alles, was wir an Pokémon bis jetzt haben, auch schon in einzelne Folgen unterteilt. Die findet ihr hier auf meinem Twitch-Kanal in der Sammlung. Ansonsten lade ich die auch nach und nach auf YouTube hoch. Da kam gestern gerade die Folge 1 raus und heute müsste irgendwann Folge 2 online kommen. Und dann könnt ihr da auch gucken, falls euch das lieber ist. Nicht Pokémon wechseln. Aber ich finde sie auf Twitch immer lieber oder angenehmer nachzugucken, wenn man den Chat halt mitlesen kann. Dann ist das nicht ganz so random, wenn ich dann auch plötzlich mit irgendwen im Chat rede und man nicht weiß, warum. Mirapla setzt Wachstum ein. Ja, dann wachst doch mal. Nur was viel Wachstum einsetzt, wird irgendwann mal ein großes Pokémon. Oder man nutzt halt einfach die Dynamax-Funktion. So, Mirapla wurde besiegt. Schön. Schön, schön. Gibt Erfahrungspunkte. Voldi hat noch ein Level. Nee, noch nicht. Evoli hat ein Level abgemacht. Ich glaube, selbst wenn wir jetzt nicht im Typenvorteil sind, könnte das trotzdem klappen, oder? So, hier müssen die auch noch mal durch. Da sind die Voldis. Voldi einfach mal hier so durch. Ja. Du Trainerin, geh mal bitte gerade weg. Ich muss hier kurz die. So, haben wir das. Hallo, Jodok. Ah, cool. Jetzt rollen die da weg und wir haben gleich wahrscheinlich freien Durchgang zum Arena-Leiter, ne? So. Hier war aber ja noch die Trainerin, die sprechen wir doch auch mal direkt an. Du hast es nicht mehr weit bis zum Arena-Leiter, aber freu dich nicht zu früh. Ich finde das immer ganz praktisch. Oh Gott, wie guckt die denn? Ich finde es immer ganz praktisch, wenn man vor den Arena-Kämpfen noch die Trainer hat, weil dann kann man, wenn man gegen die schon keine Chance hat, dann weiß man, dass es gegen den Arena-Leiter auch immer eher schlecht aussieht. Und deswegen dachte ich, ist es gar nicht so verkehrt, wenn wir die trotzdem alle mitnehmen. So ein paar extra EP schaden ja nicht, ne? Oh, erste Arena. Ja, wir sind gerade in der ersten Arena unterwegs und gucken mal, ob und wie weit das klappt. Voldi erreicht Level 20. Voldi versucht Funkensprung. Ja, bitte, lern Funkensprung. Anstelle von Brüller, weil niemand braucht Brüller. So. 1, 2 und schwupp, Voldi hat Brüller vergessen und Funkensprung erlernt. Schön. Arena-Leiter Alina setzt als nächstes Mirapla ein. Ich möchte... wir können ja mal gucken, wie Kranowitz sich so schlägt jetzt. So frei nach dem Motto, warum denn nicht? Vor allem, wenn wir ihn ja gleich sowieso in der Arena vielleicht auch einsetzen wollen. Die Pokémon auf der gegnerischen Seite kriegen... Der Text geht voll schnell weg, ich kann den nie durchlesen. Pflücker. Nehmen wir doch mal Pflücker. Ist sehr effektiv. Wann entwickelt sich Voldi? Ich glaube erst ein bisschen später, weil Voldi ja nur eine Entwicklung hat. Und wenn die nur eine Entwicklung haben, dann dauert das ja meistens ein bisschen, bis die sich entwickeln. Kann ja gerne gerade einmal jemand nachgucken. Wann das der Fall sein wird. So, ich weiß gar nicht. Werden wir nochmal geheilt oder muss ich das selber machen? Ich mach's einfach mal gerade, glaube ich, selber
Weil ich's kann. So, Fukano bleibt mal vorne. Und muss im Zweifelsfall dann eben erstmal ein bisschen was tanken. Kann ich speichern? Ich speichere mal gerade. Weil speichern ist nie verkehrt. So, wir haben das Spiel gespeichert. Level 25. Okay, das dauert dann ja auch gar nicht mehr so lange. Danke, Jodok. So, du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Ich hab Angst, ich will nicht, Mama. Jetzt sind wir im Stadion. Die Anspannung. Dann schlendern wir hier doch mal rein. Sind da einfach immer so viele Leute im Stadion den ganzen Tag und warten darauf, dass irgendwer kommt? Hat der eine Monobraue? Oder ist da einfach der Pony zwischen und es sieht so aus, als hätte er eine Monobraue? Du wirst der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Ich hoffe es, ja. Mein Arena-Stadion ist die erste Anlaufstelle für alle frisch gebackenen Arena-Challenger. Daher gibt es hier so viele Herausforderer, dass ich kaum eine ruhige Minute bekomme. Viel Glück, obwohl du es nicht brauchst. Dankeschön! Also habe ich mir eine besonders knifflige Arena-Mission überlegt. Dachte ich zumindest. Für dich war sie offenbar kein Problem. Hut ab! Du scheinst ein gutes Gespür für Pokémon zu haben. Noch ein Grund mehr für mich, alle Register zu ziehen und meine Pokémon zu deiner maximieren. Das wird ein spannender Kampf. Ich hab Angst. Ich meine, diese Stadien sind schon extrem geil, ne? Arenaleiter Jaro fordert dich heraus. Wie geil ist die Musik denn bitte? Ein Cortini, was für eine Überraschung. So, Fukano, du schaffst es. So. An bestimmten Stellen in der Gala-Region ist es möglich, Pokémon gigantische Ausmaße anzunehmen. Dieses Phänomen nennt man Dynamax-Imierung. Berührst du das Dynamax-Symbol, erscheint, wenn im Kampf das Dynamax-Band aufleuchtet. Was? Berührst du das Dynamax-Symbol, das erscheint, wenn im Kampf das Dynamax-Band aufleuchtet, kannst du dein Pokémon Dynamaximieren. Die Dynamaximierung eines Pokémon hält nur 3 Runden lang an. Ein Dynamaximiertes Pokémon kann mächtige Attacken einsetzen, die Dynamax-Attacken genannt werden. Diese Attacken lösen je nach Typ einen zusätzlichen Effekt aus. Warte den richtigen Zeitpunkt für eine Dynamaximierung ab, um den Kampf für dich zu entscheiden. Ich hab Angst. Wenn er sein Giga-Pokémon herausholt, kommen schwarze Streifen. Ich hab Angst. So. Ich würde jetzt erstmal stumpf mit Flammenrad draufgehen, glaube ich. Das war nicht schlecht. Nicht singen. Ey, ich bin nicht eingeschlafen. Ist gut. Dann machen wir das Coltini doch erstmal alle. Dann bleibe ich jetzt so lange noch auf Fukano, wie er halt noch überlebt. Kranowitz macht sogar noch ein Level up, das ist sehr gut. Und Kotomi, möchtest du das Pokémon wechseln? Nee, wir kämpfen erstmal weiter. Haha, wir sind zäh und ausdauernd. Farmer sind nämlich nicht so leicht unterzukriegen. Arenaleiter Jaro setzt Kotomi ein. Und das ist das, worin sich unser Kotomi dann auch entwickelt, ne? Ich nehme einfach nochmal Flammenrad. Okay, er Dynamaxt es. Zeit für Dynamax. Wir werden euch mitsamt irgendwas machen, weil der Text war wieder viel zu schnell und man konnte es überhaupt nicht lesen. Eieiei, die Musik. Wie es guckt. Fukano setzt Flammenrad. Das sieht ja trotzdem halbwegs was ab. Sieh zu und staune, hier kommt eine Dynamax-Attacke. Dynaflora. Mitsamt Wurzel ausreißen. Genau, das könnten wir eigentlich mal versuchen. Das ist nicht sehr effektiv. Und jetzt?
Dichtes Gras schießt aus dem Boden. Oh nein, jetzt heilt sich das. Ist ja ekelig. KP von Fukano wurden aufgefrischt. Okay. Ich nehme nochmal Flammenrad, glaube ich, weil Fukano ist einfach voll schwach schon. Im Zweifelsfall soll der Fukano einfach ruhig besiegen und dann Dynamaxen wir Kranowitz. Überleben wir das nochmal? Nein, überleben wir nicht. Gut. Dann holen wir uns jetzt Kranowitz und maximieren den und dann wird das schon. Denke ich mal, ne? Du schaffst das, Kranowitz. Ja, ich denke auch mal. Anspannung von Kranowitz wirkt. So. Kampf. Und dann Dynamaxen wir mal, würde ich sagen. Attackeninfo. Eine Flugattacke, die nur Dynamax-Pokémon einsetzen können. Erhöht die Initiative der Mitstreiter. Das ist gut. Das macht auch Schaden. 103. Ach, das erhöht die Initiative. Eine Unlichtattacke. Dann nehmen wir doch erstmal das. Glaube ich. Schauen wir mal. Im Zweifelsfall haben wir ja auch noch einen Beleber für Fukano, ne? Sieht schon cool aus. So, deiner Düse. Na gut. Initiative steigt. Setzt deiner Angriff ein. Okay, hat uns tatsächlich Initiative sinkt wieder. Okay. Heilt nur ein bisschen. Blöd gelaufen, ne? Kampf. Dann nehmen wir doch einfach nochmal die Dynadüse, würde ich sagen. Hat geklappt. Kotomi wurde besiegt. Erfahrungspunkte erhalten. Das ist nicht schlecht. Ey, unser Coutini entwickelt sich sogar fast. Sehr cool. Arenaleiter Jaro wurde besiegt. Wie süß sich unser Kranowitz gefreut hat. So verweckt unsere ganze Pflanzenpower. Du bist ein beeindruckender Arena-Challenger. GG, dankeschön. Das am Ende war etwas Overkill. GG. Nein, das hatte Style-Punkte. Ja, das war für die Bonuspunkte. Du hast dich richtig in diesen Kampf reingekniet und jetzt erntest du die Früchte dafür. Du hast im Rahmen der Arena-Challenge einen Arena-Leiter besiegt. Um deine Leistung zu ehren, verleihe ich dir hiermit den Pflanzenorden. Und unsere kleine Hand in seiner riesen Planke da. Ach cool, das ergibt dann am Ende so ein... Habt ihr da vorne Pikachu und Evoli gesehen, die zugucken? Die sieht man da immer noch über der Tür so ganz leicht. Ist ja voll süß. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 25 fangen. 8 Orden musst du dir erkämpfen, wenn du die Arena-Challenge siegreich abschließen willst. Viel Erfolg dabei. Geh und zeig's den anderen Arena-Leitern. Meinen herzlichsten Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Arena-Leiter Jaro, Nina. In Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. Du erhältst TM 10, Zauberblatt. Du verstaust das Item in der TM-Tasche. Magischer Blattangriff, dem nicht auszuweichen ist. Dazu bekommst du außerdem Jaros Uniform. Aber bevor du fragst, das ist natürlich nicht das Original, sondern nur eine Nachbildung. Pflanzenuniform erhalten. Okay. Hallo Fleischdealer. Nur zu deiner Information, Nina. Die Arena-Challenge sieht vor, dass du die Arenen in einer festen Reihenfolge abgrast. Für dich steht jetzt erstmal Kate, die Arena-Leiterin von Kilton, auf dem Plan. Route 5 führt dich direkt dorthin, aber mit dem Pflanzenorden in der Tasche könnte es sich lohnen, vorher einen Abstecher in die Naturzone einzulegen.
Da gibt es nämlich einige sehr starke Pokémon. Es ist zwar nicht gerade einfach, Pokémon zu fangen, deren Level höher ist als der deiner Team-Pokémon, doch der Aufwand lohnt sich. Mhm. Dann würde ich doch sagen, schauen wir mal. So. Wie, wir werden jetzt nicht direkt von Hopp abgefangen? Was ist denn hier los? Ich habe einen Evoli gehört. Aber es ist bestimmt draußen da auf dem Vorplatz. So, willkommen im Pokémon Center. Ja, du darfst gerne meine Pokémon heilen. Das Schöne ist, Kate trainiert ja Wasser-Pokémon. Das heißt, wir haben unser Voldi und im Zweifelsfall auch unser Cortini oder Cortomi, beziehungsweise Cortini, was sich ja bald entwickeln müsste. Und dann sind wir da auch schon im Vorteil, was die Typen angeht. Verkaufst du mir jetzt irgendwas Neues? Oh, das Warensortiment hat sich erweitert. Geil. Etwas kaufen. Wir können Superbälle kaufen. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Dann nehme ich davon mal 8 Stück mit. Dann haben wir 10. Wir können Supertränke kaufen. Davon haben wir einen. Davon haben wir 4. Ich nehme noch einen mit. So, und der Rest ist gleich geblieben. Ich wünsche, die Sachen würden auch günstiger werden. Dann können wir hier wieder raus. Und, stimmt, wir sollten ja noch wir könnten durchaus nochmal in die Naturzone gucken. Jetzt weiß ich gerade nur nicht, wie benutze ich nochmal dieses komische Flugtaxi. Habe ich das irgendwo hier im Beutel quasi irgendwas dafür? Vermutlich irgendwie auf der Karte oder so, ne? Warte. So, tatsächlich, da sind die Symbole. Jetzt haben wir hier Route 4, das ist die Mine. Route 3. Wo war denn nochmal die Naturzone? Engine City. Engine City nochmal. Und da ist die Route 3. Milzersee, Osten. Ach hier, das ist die Naturzone, ne? Dann würde ich doch sagen, gehen wir da einfach nochmal hin. Und gucken mal, ob wir hier jetzt irgendwas anderes Cooles noch fangen können. Was mich interessieren würde, wäre das Onyx, was da vorne immer rumgekrabbelt ist. Da würde ich dann, nee, das wollte ich gar nicht, würde ich jetzt, Fleckleon wieder nach vorne stellen. Und dann... Hey, jetzt geglitzert. Das habe ich gesehen. Ein Glas Honig. Und es regnet. Das ist doch eigentlich im Vorteil für uns, oder? Du findest eine Notiz. Die großen Pokémon, die in der Naturzone herumstreuen, sind äußerst stark. Wenn du im Kampf feststellst, dass du es nicht gewinnen kannst, nimm rasch die Beine in die Hand und versuche zu fliehen. Vorsicht mit den freilaufenden Viechern. Okay, doch nicht so schlau. Wir können es ja mal versuchen. Ich meine, wir haben einen Wasser-Pokémon. Ich habe gespeichert. Hallo, Onyx. Und wenn wir es einfach nur besiegen. Wow, es wirkt extrem stark. Das Rotomphon ist todesniedlich. Das stimmt. Aquawelle. Ups. Okay. Ist okay. Nanu Cortini entwickelt sich. Mach mal. Oh. Ja, blöd. Und dein Cortini hat sich zu einem Cortomi entwickelt. Schön. So, für Cortomi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Schön. Herzlichen Glückwunsch zur Entwicklung. Dankeschön. So, jetzt haben wir einen Cortomi. Das ist ja Baumwollsaat. Was macht Baumwollsaat?
Wattebäuschen heften sich an gegnerische Pokémon, deren Initiativewert dadurch stark sinkt. Ja, von mir aus. 1, 2 und schwupp! Kotomi hat Kanon vergessen und Baumwollsaat erlernt.